Herzlich willkommen alle Säbelrassler, Würfelteiler und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und heute geht's um Beat Saber und zwar um das Modden auf der Quest. Ja, und zwar es gibt eine neue Variante. Das heißt, die alte Variante, die ich euch in einem anderen Video schon mal vorgestellt habe, funktioniert immer noch. Also da gibt es kein Batudo, aber die neue Variante ist nochmal einen Tick einfacher. Für die Leute, die sich nicht grundlegend mit dem Thema beschäftigen wollen, ist das, glaube ich, der bessere Weg. Ja, was kann man noch sagen oder beziehungsweise was sind wichtige Punkte, die man vorher beachten sollte, bevor man mit dem Modden auf der Standalone-Variante anfängt? Ganz einfach, und zwar, es gibt ein paar Einschränkungen. Weil ihr müsst downgraden und durch das Downgrade könnt ihr zum Beispiel Music Packs, die ihr euch gekauft habt, in der aktuellen Version nicht mehr spielen. Weil die Music Packs gehen immer nur zu der Version, wo ihr auch downgegradet habt. Dann ein weiterer Wermutstropfen ist Multiplayer. Der funktioniert leider in der gemoddeten Variante nicht, außer ihr habt wieder die entsprechenden Mods drauf. Aber, das ist jetzt der dritte Punkt, je mehr Mods ihr drauf macht, desto unstabiler wird es. Also das heißt, Beat Saber stürzt einfach regelmäßig ab. Den einen wird es stören, der andere sagt, ja, dafür kann ich Custom Songs spielen, egal. Wenn ihr nur die Core-Mods drauf habt, läuft es eigentlich sehr, sehr stabil. Ja, viel mehr Vorrede gibt es nicht mehr. Dann gucken wir uns doch mal direkt auf meinem PC an, wie das Ganze funktioniert. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen auf meinem PC. Also das Erste, was ihr braucht, ist ein Entwickler-Account. Dafür habe ich euch den Link in die Beschreibung gepackt. Und das geht einfach. Ihr registriert euch erstmal bei Oculus als Entwickler. Dann habt ihr die ganz normale Cookie-Abfrage. Dann könnt ihr euch einloggen bzw. ein neues Konto erstellen. Das habe ich auch schon gemacht. Und ich habe da jetzt einfach mal eine Pseudo-E-Mail-Adresse von mir genommen, um euch zu zeigen, wie das Ganze geht. Also zuerst gebt ihr die E-Mail-Adresse ein, dann geht ihr auf Weiter. Dann müsst ihr noch einen Vornamen und einen Nachnamen mitgeben. Da könnt ihr euren realen Namen nehmen oder euch auch einfach einen ausdenken. Ja, das habe ich hier gemacht. Also das heißt, ich habe einen Namen ausgedacht. Und dann gehe ich wieder einfach auf Weiter. Dann muss ich noch mein Geburtsdatum wählen. Und wie immer erwarte ich natürlich viele Geschenke zu meinem Geburtstag. Ja, dann kommt das Passwort. Auch da seid ihr frei. Es müssen halt 6 Buchstaben sein und Ziffern enthalten. Dann kriegt ihr nochmal so eine Gesamtübersicht, was ihr alles bisher eingegeben habt. Und dann könnt ihr einfach Konto erstellen klicken. Wenn das Konto dann erstellt ist, dann müsst ihr nochmal euren Bestätigungscode an euer Handy schicken lassen, um den dann hier einzugeben. Dann kriegt ihr wieder Cookies angeboten, die bestätigt ihr. Und dann drückt ihr einfach ein bisschen weiter, könnt nochmal euren Namen eingeben. Ja, ich habe da jetzt einfach mal so einen Geheimnamen angewählt und dann könnt ihr weiterklicken. Dann müsst ihr noch sagen, wie sollen eure Aktivitäten angezeigt werden. Da habe ich mich für Solo dann entschieden. Und nachdem ich auf Überprüfen geklickt habe, komme ich schon zur nächsten Maske. Hier kann ich jetzt nochmal einzelne Sachen einstellen, wenn ich das will. Brauche ich alles nicht. Machen wir also einfach weiter und wir klicken auf Fortfahren. So, jetzt kommt noch ganz wichtig, wir müssen die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren und dafür gehen wir einfach hin, klicken unten auf den Button, dann kommen wir in die Sicherheit, können wir Zwei-Faktor-Authentifizierung wählen, geben dann einfach an, wie wir das machen wollen. Ich will das jetzt per Handy machen und per SMS, also wähle ich da einfach SMS aus, gebe dann meine Handynummer ein und lasse mir einen Bestätigungscode schicken. Das geht auch relativ fix, der kam sehr, sehr schnell an. Einfach den Bestätigungscode nochmal eintippen und dann sind wir auch tatsächlich schon fertig. Jetzt haben wir die 2-Faktor-Authentifizierung aktiviert. Das sehen wir auch hier oben nochmal. Bestätigen das Ganze nochmal, was wir haben. Ja, wollen dann zurück zum Menü. Jetzt müssen wir noch eine Organisation gründen. Da könnt ihr im Grunde reinschreiben, was ihr wollt, irgendeinen Namen euch ausdenken. Oder falls ihr tatsächlich irgendeiner Organisation angehört und die habt, dann fällt natürlich den. So, wenn ihr das dann eingetippt habt, sagt ihr dann noch, dass ihr das mit allem einverstanden seid. Und dann sind wir fertig und haben jetzt unseren Entwickler-Account. Jetzt wechselt ihr noch auf eure Meta-App beim Handy oder Tablet, geht dort einfach auf Geräte, dort wählt ihr dann eure Quest aus und geht auf Headset-Einstellungen.
In den Headset-Einstellungen findet ihr wiederum den Punkt Entwickler-Modus. Da setzt ihr den Haken dann auf Aktiviert. Wichtig ist natürlich dabei, dass euer Headset an ist und sich im selben WLAN befindet, wie das Gerät, auf dem die App läuft. Und nach der ganzen Vorbereitung kommen wir jetzt zum eigentlichen Modden. Dort habe ich euch den Link schon in die Beschreibung gepackt, und zwar machen das Ganze über eine Webseite. Dafür müsst ihr die Quest mit einem USB-Kabel an euren PC anschließen oder Laptop, und dann könnt ihr auf diese Webseite gehen. Wenn eure Quest angeschlossen ist, dann geht ihr gerade auf Connect, wählt die gekoppelte Quest aus, sagt Verbinden und das Programm bzw. die Webseite liegt schon vor. Dort könnt ihr dann noch ein paar Einstellungen treffen, müsst ihr aber nicht, sondern ihr könnt einfach direkt sagen Mod der App. Und dann legt die Webseite auch schon los. Also wie gesagt, wichtig ist, dass ihr die aktuelle Version von Beat Saber auf eurer Standalone-Brille installiert habt. Und das erste, was die Webseite dann macht, ist Patchen. Danach wird sie automatisch ein Downgrade durch und installiert von alleine die Core-Mods. Dann könnt ihr theoretisch schon direkt loslegen, habt aber noch ein paar andere Funktionen. Das Ganze kann relativ lange dauern. In meinem Beispiel habe ich jetzt zum Beispiel den Schnelllauf aktiviert vom Video. Das heißt, das Ganze läuft jetzt tatsächlich mit einer Geschwindigkeit von 1000% ab. Daran seht ihr, dass der ganze Vorgang etwas dauert. Also ruhig Geduld haben. Und wenn er dann mit tatsächlich allem durch ist, sollte nachher eine Startseite kommen, wo ihr dann die ganzen Mods angezeigt bekommt. So, hier ist es jetzt bei mir der Fall. Wir sehen jetzt diverse Mods, die für die downgegradete Version jetzt zur Verfügung stehen. Und dort könnt ihr dann einfach rechts auf die Seite gehen, wenn ihr diesen Mod haben wollt, und auf Install klicken. Schon wird er der Brille hinzugefügt. Lest euch vorher immer genau durch, was die Mods machen, denn desto mehr Mods ihr habt, desto unstabiler wird das Ganze auf der Brille erfahrungsgemäß. Damit sind wir auch schon am Ende. Denkt immer dran, dass ihr, wenn ihr Mods installiert, das nach und nach macht und immer zwischendurch wieder testet, damit ihr schneller erkennt, wenn irgendein Mod Probleme macht. Ja, in diesem Sinne sind wir durch. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter, und ich sage vielen Dank fürs Schauen. Freue mich natürlich über jedes Däumchen, über jedes Kommentar und über jedes Abo. Also in diesem Sinne, macht's gut. Ich sag schon mal ciao, ciao. We'll be right back.